erstes Mal auf den Weg in die Küche. Obwohl, nee, da ist doch noch eine Tür. Und hier geht weiter Blutspuren. It seems that he got dragged out of his bed and got thrown over the fence into the darkness. Okay. Ja, das Redstone soll also hier ganz klar das Blut darstellen. Gar keine Frage. Aber schöne kleine Zimmer, die hier haben. So, wir gucken jetzt natürlich in die Küche, denn wir haben ja einen schönen Schalter bekommen. Da hat sich gerade ein Pisten verschoben. Hier sind erstmal ein paar Öfen. Da sind schon mal zwei Goldbarren drin. Sonst leider nicht. So, hier können wir mal hoch. Hier haben wir dann erstmal ein Kistchen mit zwei weiteren Goldbarren. Und hier ein Dach. Someone has been watching Steve. This smells fishy. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wo der hier über den Balkon geworfen wurde. Müssen wir jetzt mal ganz kurz schauen. So, hier gehen die Blutspuren nämlich schön weiter. Hier rum und dann hier rein. Können wir da auch rein? Ja, natürlich können wir da auch rein. So. Und dann hier weiter lang. The trail of blood ends here. They either threw his body into the lava or they transported him with this cart. You are allowed to switch to peaceful for this ride. Machen wir. Ich habe ja keine Ahnung, was hier das sonst, warum das hier ist und ich habe keinen Bock zu sterben. So, wir tun, holen einfach alle mal, am besten einfach mal alle meine Cards mit. Gibt es hier irgendwo einen Button? Hier, da. So, ich weiß nicht, warum man zu peaceful switchen sollte. Jede Menge Vögel. Aha. Sieht sehr interessant aus, aber warum macht er sich die Arbeit, hier solche Sachen hinzubauen? Hier, diese ganzen Vögel, sieht echt geil aus, aber wofür? Das ist doch die Frage. Auf jeden Fall ist es eine lange Fahrt. Oder eine längere Fahrt. Aber er könnte ruhig mal ein paar mehr Powerschienen einbauen, das geht nämlich echt verdammt langsam voran. Hier bleibt man dann einmal fast stehen und jetzt beschleunigt man. Okay, jetzt kommen wir hier raus aus diesem Vogel, komischen Vogelraum hier. Da war jetzt Lava direkt, alles mögliche hier. Jetzt könnt ihr schon mal vielleicht eventuell die einzelnen Dungeons beschreiben, ich weiß es aber nicht genau. So, hier freie Bildbahn, aha. Irgendwas haben wir eingesammelt, also beim Baumsamen, was will ich denn, Baumsamen. Einmal Damage bekommen. Interessant. Und da wären wir. Das Minecart nehmen wir natürlich mit. The tray continues. They did take him over there. Okay, ein kleiner Tempel. The tray leads up the stairs. You've got a bad feeling about this. Geil, wir gehen da hoch. So, hier gibt es jetzt, hier gehen wir erstmal kurz runter. Aber ich glaube, ich weiß auch, worum es hier geht. The iron blocks are the key place. Place the levers on there. Okay, hier sind erstmal. Okay, dann fangen wir mit der Sand. Ja, mit der Sandmap hier, Sandstone an. So, das geht hier lang. Simpler Weg hier erstmal durch den Wald. Langsam wird es dunkel. Das gefällt mir nicht so schrecklich gut, muss ich leider ehrlich gestehen. Leider geil, Freunde. So, jetzt muss man hier rumballern. Boah, ey, lass mich hier rüber. Rumbalancieren, obwohl das eigentlich nicht schwer ist. Im Gegenteil. So, jetzt werden hier direkt die ersten Monster spawnen. Hier schneit's.
sind hier die zwei in einem Club. Erstmal hier. Ja, okay, wir haben noch genug Minecarts. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt neue. So. Ach so, warte mal. Wir haben ja noch auf Peaceful stehen. Das hatte ich jetzt irgendwie kurzzeitig vergessen. So. Eine kleine Eisenbahnfahrt durch einen langen Tunnel, der mit Fackeln ausgeleuchtet ist. Ich finde das immer lustig, rückwärts zu fahren, da weiß man nie, wo es runtergeht oder so. So, hier Lava und Wasser. Da hören wir Schritte, die über Dirt gegangen sind. Ist denn diese Fahrt mal vorbei? Das wird langsam leicht langweilig. Also, muss ich ehrlich gestehen. Ah, okay, wir sind schon mal im Sandbereich gewesen. Betonung liegt natürlich auf gewesen. Wartet mal, war das nicht so? Sind wir nicht auch erlaubt für diese Fahrt hier auf Peaceful? Glaub aber nicht. So. Das heißt, wir begeben uns jetzt lieber mal etwas fast hier lang. Ich denke mir, wir folgen am besten mal dem Sandstone-Weg. Aber warum sind wir eigentlich noch kein Monster begegnet? Was soll's? Mich soll das ehrlich gesagt nicht stören. Ja, wir müssen aufpassen, hier zu viel zu sprinten. Wir haben nicht allzu viel zu essen. Ah, jetzt, da ist schon mal der erste Zombie. Ja, mit dem dürfen wir uns jetzt auch durchlaufen. Das war ein bisschen laut mit dem Regen. So, was haben wir denn hier? Safe House Checkpoint. Den nutze ich gerne, muss ich ehrlich zugeben. So, ich hatte nämlich gerade einen kleinen Fail. Ich weiß noch nicht mal, ob ich überhaupt noch aufnehme.